Hallo ihr Lieben, so da bin ich wieder. Die Energien in letzter Zeit sind ja etwas durchwachsen und was ich so mitspüre, ist wirklich dieses raus aus dem Kopf ins Herz hinein, wirklich unten mit den Füßen auf der Erde anzukommen und da sich fließen zu lassen und wirklich auch ein bisschen in die Stille, in die Ruhe, in die eigene Einkehr einzugehen, um sich auch einmal als Ganzes wirklich wahrzunehmen. Und das ist jetzt so lustig, weil ich habe heute den Tag über, auch weil bei dem Reading mit der Jenny ist ja rausgekommen, wir wiederholen das übrigens, wir machen noch ein Video, weil wir den Impuls bekommen haben, es war wichtig, dass wir das gesehen haben, wir werden das auch mit einfließen lassen, die Erkenntnisse, die wir daraus getroffen haben, aber für uns beide ist es zumindest zum jetzigen Moment stimmig, das Ganze jetzt einmal nicht online zu stellen aus bestimmten Gründen. Ja? Und wirklich dieses bei euch ankommen, wirklich in euch hineinschlüpfen und für euch zu sein und da ins Gefühl und in dieses Fließen zu kommen, das ist wesentlich wichtiger als jetzt diese Geschichte da mit dieser Dreieckskonstellation darzustellen. Und wie ich mich jetzt hingesetzt habe und mir gedacht habe, okay, es geht um die Selbstermächtigung. Wo ist meine Macht? Wie komme ich in meine Macht hinein? Wie nehme ich den Raum für mich ein? Ja? Wie komme ich aus dieser ungeliebten Opferrolle heraus, ja? Die doch so den einen oder anderen tatsächlich immer noch begleiten? Ja? Was überhaupt nichts Schlimmes ist. Das ist, manchmal kommt das so verurteilend fast rüber. Ja? Diese Opferrolle, vielleicht auch wegen dem Ausdruck oder vielleicht für das, was es ist. Ja, aber dabei geht es einfach darum, auch jemand, der eine sehr aufopfernde Art jemandem gegenüber hat, eigentlich helfen will. Ja, eine sehr, ja, vielleicht das Bedürfnis hat, irgendetwas weiterzubringen und sich dazwischen in diesem ganzen Prozess der Selbstliebe aber manchmal einfach selber vergisst. Ja, das sind alles diese Themen, wo man lernen darf, in sich anzukommen und in der Fülle zu stehen und auch manchmal zu sagen Nein. Und deswegen wollte das so ganz abrupt herausspringen. Ich wollte die Karten eigentlich weglegen und dann hieß es auch da Nein. Nein, wir wollen dabei sein. Gut, ist in Ordnung, ich lese euch vor. Nein, mein Nein zu anderen ist ein Ja zu mir selbst und das betrifft egal welche Situation, wenn sie dir nicht mehr dienlich oder nicht mehr gut für dich ist oder im Moment einfach nicht gut für dich ist. Und da geht es wirklich um den Fokus. Ich richte den Fokus meiner Aufmerksamkeit auf Gesundheit, Liebe, Erfüllung und Freude. Und genauso ist es. Ja? Und alles, was dich davon abhält, all das, wo du das Gefühl hast, du kommst immer wieder in irgendeinen Kreislauf hinein, dort gehst du jetzt in deine Macht und sagst Nein. Ich konzentriere mich jetzt auf meine Fülle, auf meine Liebe, auf meine Freude, auf mein Feld, auf meinen Weg, auf mich, auf mein Selbstvertrauen, auf meine Wundheilung, auf mein Herz, auf mein Fließen, egal, es geht um dich. Und egal, was da jetzt kommen will, wir schauen uns das jetzt gemeinsam an. So, bis gleich. Ich glaube, ich habe jetzt während den Mischen dazwischen auf Pause gedrückt gehabt, macht aber nichts. Ja, ich muss mir das jetzt nachher anschauen, ob das jetzt drauf war oder nicht. Hier liegt das Kartenblatt. Es wollten sehr, sehr viele Karten her, aber die Message ist ganz, ganz klar. Hier haben wir auch ein bisschen eine Heilungsenergie. Also, um was geht's? Wir haben begegnet einen Schatten, Selbstvertrauen, Selbstverantwortung aus Liebe und Selbstwert. Das sind einmal die ersten Karten, die fallen wollten. Dann haben wir schon gesehen, mein Nein zu anderen ist das Ja zu mir selbst und der Fokus, die wollten sich dann darüber legen und die hintere Karte aufgedeckt werden und das ist Yang. Ich ehre und entwickle jetzt verstärkt die männlichen Kräfte und Bedürfnisse in mir. Ja, also da will etwas bewegt werden. Und ich habe dann immer wieder so Klärungskarten hingelegt und dann gehen wir jetzt in die Tiefe. Und zwar habe ich gefragt, um was geht es da, was diesen Schatten betrifft? Und da wollten herauskommen. Okay, und jetzt sehe ich erst, ja, auch in Dreiecks-, Vierecks-Konstellationen, hier wieder in die Freude zu gehen, das ist das Ziel davon, ja, und hier einen König der Münzen vielleicht loszulassen und aus der Situation zu gehen. Mit den 8 der Kelchen hier
verlässt man eine Situation wirklich schweren Herzens. Man sieht es hier, man folgt aber seiner Intuition. Der Mond steht für mich wirklich für die Intuition, für die Weiblichkeit, für seine tiefen, tiefen Gefühle. Wir haben auch hier die tiefen Gefühle noch einmal, auch mit dem Mond und meinem Kartenset. Ja? Und hier geht es wirklich darum, auch wenn etwas gefüllt war. Es schimmert hier leicht drinnen. Es ist nicht so, dass das nicht gefüllt war hier drinnen. Aber es sprudelt nicht über und es gibt einen hier nicht mehr Kraft. Und man sieht, hier ist eine Situation einfach wirklich erschöpft, aus welcher ihr auch immer gekommen seid. Vielleicht etwas, wo man sehr daran festgehalten hat. Ja, der König der Münzen ist auch immer vielleicht so ein bisschen der Hinweis auf eine Ego-Geschichte, ja, mit dem materiellen Wert einfach auch, ja, zum Beispiel. Oder etwas sehr Erdnahes, etwas sehr Verbundenes, auch etwas, was Sicherheit, Stabilität und so weiter gegeben hat, möglicherweise auch. Und wenn wir jetzt hier einen Schatten und ein Muster haben und man hat zum Beispiel das Muster, dass man sich wohlfühlt in der Bedürftigkeit als Beispiel oder so, ja, dann kann das sehr wohl sein, dass man diesen Kreislauf durchbricht und geht schweren Herzens. Und das heißt manchmal, und ich glaube, jeder, der schon irgendwo in seinem Leben mal eine Sucht oder sonst irgendwas durchlebt hat, weiß, das gelingt mit einer wirklichen geistigen Kraft und mit einer Stärke, indem du wirklich sagst, so stopp und ich gehe diesen Weg und ich gehe da durch und wenn ich Lust und was weiß ich was dazu verspüre, rückfällig zu werden, ich muss jetzt weiter. Das ist meine Kraft und genau damit ist die männliche Energie gemeint. Dieses für sich jetzt aufstehen und weiter. Ja, damit man hier nicht in diesem hin und her hängen bleibt, sondern in die Gefühle, auch wenn es mal wehtut, ja, eintaucht, um in die Freiheit zu schwimmen. Weil dort hinten beim Horizont, dort geht es einfach weiter. Und das darf einfach mal heilen. Das ist die Vergangenheit. Das ist etwas, was einfach auch wieder in den Schwung, in den Kreislauf, in den Fluss kommen will. Aber jetzt ist es Zeit, diese Situation, was immer das auch ist, für dich zu verlassen und da ist der Schatten begraben. Da hängt noch irgendwas dran, was sagt, ich kann das vielleicht nicht. Ja, wir haben ja gesagt eingangs, es geht um die Selbstermächtigung. Die Schattenseite der Selbstermächtigung ist die Mangelillusion oder die Opferhaltung, wie auch immer man das ausdrücken möchte. Und auch hier haben wir gesehen, es geht um das Nein. Das Nein zum anderen, zu anderen oder zu Situationen ist das Ja zu mir selbst. Was tut mir gut und was nicht? Warum haben wir so eine Angst, manchmal alles zu verlieren? Und wenn wir so Angst haben, alles zu verlieren und nicht im Vertrauen darin sind, dass das alles zu uns fließen kann, wenn es denn wieder rinnt quasi, umso mehr geht es dann darum, sich das anzuschauen und hier liebevoll seinen Schatten zu begegnen, ja, und sich zu trauen. Ja, wir haben das Selbstvertrauen, das wird jetzt im Moment gestärkt. Das Selbstvertrauen, dieses wirklich zu dir finden, weil du stehst in der Erneuerung, du stehst in der Geburt, du möchtest aus diesen Seelenschmerzen, aus diesen Kreisläufen, die immer wieder Wehen getan haben, raus. Und da liegst du in der Geburt. Das braucht einfach seine Zeit. Ja? Da leuchtet die Sonne in dir wieder, du aktivierst dich, du stabilisierst dich, du kommst hier absolut in deine Kraft und wirst hier auch tatsächlich von den Ahnen begleitet. Wunderschön ist das. Ja? Und da haben wir jetzt dann die Lichtseite der Seelenenergie. Ja, also durch die Erneuerung, durch die Kraft auch der Ahnen, durch diese Bereinigung, durch diese Annahme der Situationen, durch die eigene Kraft, die hier entsteht, ja, kommt man hier tatsächlich in diesen Fluss, in seine eigene Seelenenergie. Und das ist so diese Gnade. Und da braucht man sich überhaupt keine Gedanken drüber machen. Da braucht man keine Angst haben. Da braucht man, ja, und wenn es hochkommt, dann kommt es halt einfach hoch. Dann nehmt es an. Ja, aber das, was ich euch sagen will, ist einfach wirklich dieses, es darf fließen. Was haben wir hier beim Selbstvertrauen, was einfach noch wichtig ist, dazu zu sagen? Hab das Vertrauen in dich selber. Es ist alles richtig und wichtig, was du gerade machst. Egal in welchen Stadien und in welcher Situation du dich befindest. Du bist zum Lernen da und genau das tust du im Moment. Ja? Und hier, wenn etwas nicht vorangeht, ja, dann ist das einfach auch göttliches Timing. Hier geht etwas voran, genauso in dem Tempo, wie es sein soll. Ja? Achte da auf dich, bleib bei dir und geh in das Selbstvertrauen, dass du geführt wirst, dass du da für dich jetzt hineingehen darfst, dass du das für dich jetzt anschauen darfst, dass du das lernen darfst, um dich von diesen Schatten zu entbinden, beziehungsweise das, was für dich notwendig ist, in dir oder um dich herum zu finden, um es hier wieder zu integrieren und weiterzugehen. Und grundsätzlich geht es hier um die Transformation des gebrochenen Herzens. Und auch da wollte wieder die Sonnenenergie die maskuline Kraft.
tatsächlich wieder herunterkommen. Ja, also es geht hier wirklich darum, und wir haben auch hier die Sonne ganz präsent, ja, wirklich dieses Sonnenlicht, das Leuchten in sich zu integrieren, auch Solarplexus, Sakral- und Wurzelbereich, ja, wirklich auch zu stärken, um hier für sich einzustehen und für sich weiterzugehen. Es geht tatsächlich ums Weitergehen. Nicht an der Vergangenheit anzuhalten, sich immer wieder schöne Sachen vorzuspielen, sondern zu sagen, okay, wo bin ich gerade? Wo stehe ich denn? Wie geht es für mich persönlich weiter? Und da haben wir die Selbstverantwortung aus der Liebe, schaff einen Ausgleich für dich und lass die Gerechtigkeit walten. Es geht nicht nur ums Gefühl und um den Verstand und um dieses Kräftemessen oder um den Machtkampf von beiden, sondern es geht darum, seine Kelche wirklich regelmäßig zu füllen und in den Ausgleich auch zu kommen und sich da wirklich den Schwung und den Wellen des Lebens hinzugeben. Das ist das, was da jetzt einfach gerade mitkommt. Ja, zu viel Kopf ist nicht, ja, ist vielleicht manchmal verkehrt, manchmal aber auch nicht, je nachdem, in welchen Situationen ihr euch befindet. Aber lasst euch da nichts einreden, sondern geht wirklich nach euren Gefühlen hin und schaut, dass alles in euch fließt. Und wenn ihr dazwischen das Gefühl habt, es überrannt, rennt euch alles, nehmt euch wieder zurück, nehmt euch in die Ruhe, spürt, wie ihr innen in euch selber ankommt. Glaubt mir eines der wichtigsten Dinge ist, egal ob wir fliegen, ob wir viel reisen, ich meine jetzt eh nicht, ja, aber einen Albtraum haben, eine wackelige Situation, viel in der Arbeit im Kopf unterwegs waren oder, unser Astralkörper kippt immer wieder aus unserem Körper heraus. Ja, und dann wirklich wie mit so einem Schnürdelchen unsere Seele, unseren Astralkörper wieder in uns hineinholen, ja, in uns integrieren, wirklich spüren, wie wir in unseren Körper hineinschlüpfen, alles ausgleichen, fließen lassen und auf der Stelle geht es einem im Normalfall besser, ja, weil dann dieser Ausgleich und weil es dann noch wieder ein bisschen fließen kann. Und dann wirklich schauen, okay, brauche ich da noch was? Ist irgendwas unter meinen Füßen? Zwickt es da irgendwo? Tut es irgendwo weh? Und das ist jetzt deine Aufgabe, in Selbstverantwortung, aus Liebe dir gegenüber, diesen Ausgleich hier zu schaffen und dich da auch ein Stück weit führen zu lassen und zu vertrauen, dass all das auch wirklich zu dir will und kommt. Dann haben wir den Selbstwert. Und beim Selbstwert hab ich irgendwie so diese Karte, das ist immer so ein bisschen die gespaltenen Bäume, kommt da immer, ja, die gespaltene Kraft. Ja. Und da geht es für mich darum, wirklich aufzumachen und genau diesen Zustand in die Heilung zu bringen. Ja. Wirklich dieses, wie die Lotusblume, die gerade in dir erwacht, das kam jetzt gerade. Ja. Dieses Bild wieder innen, diesen Strom der Liebe in sich hinunterzuholen, in sich hineinschlüpfen zu lassen, sein hohes Selbst, wie auch immer man das alles benennen möchte, ist auch völlig egal, diese Kraft in sich, die Sonnenstrahlen, was auch immer, in sich zu integrieren, zu spüren, wie es durch einen durchfließt, wie sich alles im Körper plötzlich anfängt zu bewegen, wie es benetzt wird, wie ja, Glitzer, wie das einfach. Ja, ich fühle das dann immer so, dass, wie es wirklich aktiviert, ja, und dort heraus löst sich plötzlich alles auf und erblüht aus einem heraus selber und macht irgendwie alles auf und wird immer wieder größer. Und das ist dann dieser Selbstwert aus dieser Lotusblume, aus der du neu gebierst und in der du dich wirklich aufstellst und wirken kannst und darfst. Und da geht es wirklich noch darum, dass du hier denn, und da haben wir das ja, da haben wir das, genau das, was ich jetzt beschrieben habe. Ja? Dieses, man steht hier irgendwie wie neben sich, ja? Oder man fühlt sich hier noch gespalten oder hin und her gerissen. Wie auch immer, ja, hier geht es darum, das eigene Selbst nicht mehr zu verstecken, sondern es in sich zu integrieren, um aus sich zu wirken und seinen Weg zu finden. Und da ist irgendeine Situation vielleicht beim einen oder anderen gewesen, oder eigentlich bei allen, wo es darum geht, sich selbst tatsächlich auch wirklich zu vergeben. Und da ist jetzt aber die Frage, was? Vielleicht macht ihr euch da einfach auch sehr viele Gedanken, wie es mit dem Seelensternchen passiert ist, was da alles gewesen ist, wie ihr mit einer Situation umgegangen seid, wie ihr vielleicht mit einem Kind umgegangen, wie mit den Eltern, irgendwelche Situationen, die man sich selbst noch nicht vergeben hat. Was hätte man denn alles anders tun können, außer das, was man getan hat? Nichts. Nichts. Und genau in diese Ruhe hineinfinden für sich. Es ist alles ein Lernen und wenn die Situation nochmal auf dich zukommt, bei mir ist es momentan wirklich ganz massiv, ich habe gefühlt so viele Prüfungen gerade, so die spüre ich richtig, wo immer wieder Situationen gerade in mein Leben hineinkommen, wo ich entscheiden kann und weiß, okay, das habe ich schon gelernt, da bin ich durch.
Ja, das brauche ich jetzt nicht mehr. Und dann grenze ich mich liebevoll ab, ja, oder sage einfach, danke, dass du zu mir gekommen bist, mich da wieder, das klingt jetzt alles sehr, ich probiere es nur so darzustellen, ja, wie es ist. Also es ist eine innere Haltung, die ich habe. Dieses wirklich Danke von Herzen, dass ich darauf aufmerksam gemacht werde, ja, und nein, danke, das brauche ich jetzt nicht mehr. Ja, egal in welchen Lebenssituationen. Also das war jetzt wirklich in der letzten Zeit sehr massiv immer wieder in so kleinen Schritten immer wieder dieses Und? Was hast du gelernt? Hast du das in dir integriert? Wo stehst du gerade? Wo stehst du eigentlich gerade? Bist du schon so weit? Geht's weiter? Okay. Ja? Und da geht es wirklich noch darum, was darf man sich hier selbst vergeben? Weil du hättest nichts anders machen können zu dem Moment, sonst hättest du es getan. Und wenn die Situation wieder in dein Leben kommt, kannst du neu entscheiden mit diesem Erfahrungswert, den du hier jetzt integrierst. Und genau darum geht's. Trau dich, hab den Mut, jetzt in das Unbekannte zu springen. Nimm dich selbst an der Hand, geh in die Aktion und durchforste dein eigenes inneres Land nach deinen Bewusstseinsanteilen. Und dort gerade bist du dabei, damit du sie in dir integrierst und diesen Reichtum und den Schatz der inneren Weisheit, der inneren Gefühle wieder in dir integrieren kannst, leben kannst, für dich stehst. Und da kommt nochmal eine sehr spannende Situation. Du hast immer die Wahl, triff die Entscheidung. Und entscheide dich in dem Fall vielleicht, jetzt kommt fürs Licht, ja, indem du nämlich deiner Führung folgst und nicht dich in diesem Kreislauf befindest der ewigen Suche. Das kam vorher schon mit. Ja? Du hast die Entscheidung zwischen der ewigen Suche, zwischen der Unruhe, zwischen den Masken, zwischen dem, wo du immer wieder schaust und immer wieder neu in diesen Schmerzen für dich untergehst, um dich hier wieder neu zu finden und wieder vor dieser Wahl zu stehen. Schau dir genau an, was da eigentlich zu dir kommen will, weil auch da hat sich der Ausgleich drüber gelegt. Du darfst jetzt deine Bewusstseinsanteile, du hast schon so viel gelernt und bei vielen brauchst du gar nicht noch einmal mehr hineingehen. Nimm dir diese Bewusstheit darüber zurück und nimm dir jetzt die Zeit und heile dein Herz, weil hier bist du immer wieder für dich blockiert und nimm diese Blockaden in Leichtigkeit und Frieden in dir an, damit du diesen Weg durch dein Licht und dein Schatten, ja, wandern kannst. Ja, das kam so mit, weil du stehst hier wirklich total im Umbruch und entscheide dich dafür, in deine eigenen Kräfte zu gehen und in deine Stärke und diese Verbundenheit mit allem wieder zu sehen, zu spüren, wahrzunehmen. Und dazu ist es manchmal erforderlich, durch seinen eigenen Emotionsfluss zu schwimmen, durchzutauchen und sich alte Verletzungen anzusehen, um sie jetzt in ein anderes Licht für sich zu drehen. Ja? Und da habe ich nachgefragt, was ist das? Raus aus der Bedürftigkeit. Die Bedürftigkeit liegt jetzt in der Vollendung. Ja? Man hört auf, sich hier wirklich in den Ketten der was weiß ich was zu halten. Ob das finanziell ist, ob das jemandem helfen ist, ob das jemanden rausholen ist, ob das das Gefühl ist, abhängig zu sein von jemandem, ob das das Gefühl ist, egal, egal was. Dort, wo ihr nicht in der Selbstermächtigung seid, dort, wo ihr noch nicht in der eigenen Kraft steht, geht es darum, sich die Zeit zu nehmen, sich mit seinem hohen Selbst zu verbinden, mit seinen Krafttieren und auf diese innere Reise zu gehen, um sich da auch ein wenig zu erheben und mit dem Fluss des Lebens über sich und über diesen Dingen einfach zu stehen und dort einfach mal wirklich mitzufließen, auch hier wieder mit der Vier in die Stabilität zu kommen, in diesem Bewusstwerdungsweg, auch hier wieder mit der Gnade, um mit der Elf seine eigene Meisterschaft hier auch wirklich zu leben. Und da geht es um nichts anderes als um die wahre Liebe, und zwar die wahre Liebe zu sich selbst. Und auch das steht hier in der Vollendung. Bedingungslos Körper, Geist und Seele, Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft in die Heilung zu bringen, in die Harmonie, um hier mit sich selber, aber auch mit anderen wieder zu fließen und auch zu wirken. Und da geht es auch wirklich noch einmal darum, aus diesen Risiken der Vergangenheit und den Risiken der Mauern zu lernen, um in den Erfolg zu gehen, aber auch heißt es, dass man im Rückzug lernt, diese Risiken zu sehen, um sie dann für sich so zu integrieren, dass man da in diesen Fluss gehen kann, sich aus diesem goldenen Käfig befreit, die Tür öffnet und an, ja, und weitergehen kann. Und was dann noch ganz interessant war, ich habe da noch dann gefragt, um was geht es da? Was macht die Seele eigentlich im Moment? Ja. Genau so ist es. Ja. Also hier ist wirklich so ein bisschen eine Mystik dahinter. Und im Moment sagt die Seele,
Ich will nicht mehr. Ich will diesen dunklen Geschichten der Vergangenheit wirklich entrinnen. Und deswegen rufe ich hier den Sturm. Ich rufe jetzt, ja, die Macht der 30 oder die Macht der 3, um Gegenwart, Zukunft und Vergangenheit in den Ausgleich zu bringen, um meine Themen zu finden, um hier eine neue Energie hineinzubringen, damit das Ganze durchgeputzt werden kann. Das ist deine Seele, die schreit. Das ist deine Seele, die ruft. Ja, und die da wirklich sagt, ich möchte aus dem Ärger, aus der Wut und aus diesem Kreislauf vielleicht auch der bissigen Biene, nicht Biene, sondern der Hornisse, der Hummel, der, ah, nicht Hummel, wie heißen die? Wespen, ja, so wie, dann kommt aber auch so das wie von der Tarantel gestochen, ja, angeheizt, ja, aus dieser Situation will man heraus. Die Seele sagt, ich möchte hier meinen Frieden finden. Ich möchte hier wirklich nicht mehr in den verzehrenden Schatten meiner selbst umhergehen. Und das ist jetzt für den einen oder anderen stärker vorhanden, für manche nur mehr ganz leicht. Ja, nehmt euch da wirklich heraus, wo ihr seid, weil hier geht es wirklich um die Verwirklichung der Träume. Diese Heilkarten wollten drüber fallen und da kommt auch eine ganz, ganz warme, da fängt schon an. Ja? Also immer, wenn es warm wird, dann auch und dann löst sich was, dann transformiert er extrem viel. Und hier geht es wirklich um in dieser Situation, man will sich befreien von Schuld, von Scham, ja? Und von irgendwelchen gefesselten Dingen, um hier wieder in das Vertrauen und seine Wurzel zu finden. Oh. Die Botschaften, ja, und generell einfach wieder die Botschaften auch der geistigen Führung, seine selbst für sich zu integrieren, zu spüren, um da wirklich seinen Weg in völliger Ruhe und Ausgeglichenheit zu gehen. Ja? Und es wundert mich überhaupt nicht. Es kam dann über diese Wut und den Zorn und so weiter, kam das Stirnchakra, weil, und gerade deswegen calling the storm, ja, die Seele ruft den Sturm, damit es weitergehen kann. Die Seele ruft danach, dass hier etwas umwirbelt. Ja? Die Seele ruft nach dem Umbruch in dir, um hier diese Situationen durchzuschwemmen, durchzuspülen, ja? Um hier in die Erneuerung zu finden. Das ist gerade gewollt. Und dort geht es hin, um sein Stirnchakra wieder zu öffnen, um eine finanzielle möglicherweise Situation oder eine sehr materielle Situation zu stabilisieren und zu harmonisieren und für die universelle Heilung. Und das ist das, was jetzt hier wirklich mitfließen und mitkommen wollte. So, ihr Lieben, jetzt ziehe ich uns noch, lasse ich dann noch ein paar Herzchen für euch springen. Und wünsche euch ein ganz schönes Fließen, ganz schönes bei euch ankommen, für euch sein, in diesem ganzen Werdeprozess jetzt gerade. Weil da geht's hin. Ja, und für alle, die wirklich diese Ungeduld im Moment spüren. Du willst etwas auf Biegen und Brechen erzwingen, lass den Dingen seine Zeit und seinen Raum. Und du brauchst den Raum gerade für dich. Ja? Lass wirklich dir selber die Zeit, um hier in Ruhe diese Heilung von den all den Dingen, die dir jetzt passiert sind, schon seit du hier bist auf der Welt und möglicherweise auch noch aus Themen, die du schon mitgebracht hast, damit sich dein Herz und deine Seele jetzt einmal erholen, durchschnaufen und heilen kann. Ja? Und wenn du dir die Frage gestellt hast, ja, ob diese Situation hier mit einem gewissen Menschen zu tun hat, ja, hat sie. Der Seelenpartner. Dein Seelenpartner ist im Glaube bereits bei dir. Glaube daran. Auf ewig respektiere den Ort im anderen, in dem allein die Liebe wohnt. Respektiere den Ort im anderen, der ewig währt. Und da habe ich heute auch, so bin ich am Wasser gesessen und habe mir dann wirklich so gedacht, okay, der Seelenpartner. Diese ganzen Seelenpartnerprozesse, und ich bin ja auch immer wieder im Seelenpartnerprozess, weil ich einfach Seelenpartner um mich herum habe. Ob ich jetzt jemand bin, der das sehr aktiv mitbekommt oder nicht, ja, ich habe die mir nächsten Seelchen um mich herum und das ist ein stetiges Lernen und Werden. Und ich bin allen, egal in welcher Form sie bei mir sind, unendlich dankbar, weil sie mir helfen, meinen Weg zu finden. Und da bin ich gesessen und habe ein bisschen schmunzeln müssen, weil ich so ein bisschen über ein Gespräch, was ich erst hatte, nachgedacht habe. Und da hat mir jemand gesagt, naja, aber er zieht sich halt immer zurück und macht sein Ding und ich finde das einfach nur mehr zum Kotzen. Und genau das ist es aber. Ja, und jetzt ist eure Zeit da und deswegen erzähle ich das jetzt, genau das zu lernen und zu tun, nämlich für euch einzustehen und für euch da zu sein und wirklich darauf verzichten, sich Gedanken zu machen, was das Umfeld darüber denkt, was auch immer, ja, dazu zu sagen hat. Es geht um dich. Lernt einmal diesen Spiegel zu erkennen und zu sehen, ah ja, okay. Und danke für das, dass du mich lehrst, jetzt meinen Weg zu finden. Ja? Und danke dafür, dass du mir präsentierst im Prinzip, dass du das kannst, dass du dich einfach so auf dich
konzentrierst du, dass du mich auf mich zurückgeschmissen hast, mit all dem Lernen, mit all den Schmerzen, die ich dadurch erfahren habe und dadurch in mir gefunden habe, integriert habe, um meinen Heilweg zu gehen. Und jetzt, wo ich schon so weit gegangen bin, sage ich, okay, und nehme mein Feld für mich ein und gehe jetzt einfach meinen Weg. Was wieder dann rum bewirkt, wenn ich hier komplett auf mich konzentriert bin, dass andere auch wieder zurückgeschmissen werden auf sich, weil du ihnen nicht mehr die Energie einfach frei zur Verfügung stellst und dir jetzt die Zeit nimmst, für dich selber zu wirken. Da kommen die Zwillingsseelen, die Balance und das Vertrauen, habe ich unten schon gesehen. Ja? Ihr Lieben, ich wünsche euch eine wunderschöne Zeit, ein wunderschönes Fließen und für euch wirken. Hallo Lieben, herzlichen Dank für eure Abos, fürs Kommentieren. Wenn ihr immer informiert werden wollt, wann ich online komme, wann ich irgendwelche Readings hochlade, bitte neben dem Abo, wenn ihr mich abonniert habt, gibt es dieses Glöckchen. Das Glöckchen aktivieren, dann wird euch YouTube immer informieren, was ich da mache. Danke für eure Kommentare, für eure Likes, für euer Mit mir sein. Ich freue mich jedes Mal aufs Neue. Ich wünsche euch jetzt ganz viel Herzflausch, eine wunderbare Energie. Eine riesige, dicke Umarmung. Schön, dass es euch gibt. Und bis morgen beim Live für den einen oder anderen. Danke. Baba.